Hallo ihr Lieben, es wird heiß, hot, hot, hot. Sind wir in der Endphase? Wie immer, alles, was ich sage, ohne Garantie, Vermutung, mit begründeten Infos, Gerüchte-Infos, dem, was ich so mitbekomme, was viele von euch mitbekommen. Heiß wird es auf jeden Fall. Es ist auch schon heiß. Hier auf Teneriffa ist es heiß. Und das Lustige ist, es ist ja immer alles so lustig. Vor kurzem Meldung im Internet. Warnung, Hitzewarnung. In den nächsten Tagen wird es heiß auf Teneriffa. Da denke ich natürlich, ist ein Quatsch. Seit Tagen ist es hier heiß. Ja, irgendwann ist aber ein Stopp mit heiß. Aber okay, es ist heiß und es wird weltweit heiß. Und so schön. Achtet auf die Zeichen drumherum. Wir haben nach wie vor beide Seiten. Aber die hübsche, schöne Seite, also ich finde, die nimmt verdammt überhand. Viele Länder sind frei. Man muss immer so ein bisschen gucken, von den Infos, die rüberkommen, was stimmt daran wirklich? Stimmt das überhaupt wirklich? Stimmt das von vorne bis hinten? Muss man die Prüfung an den Grenzen machen oder nicht? Aber es werden immer mehr Länder, wo alles gut ist. Wenn ihr überlegt, jetzt in so ein Land zu gehen, dann erkundigt euch nochmal separat von anderen Quellen, am besten von Menschen, die jetzt vor kurzem da waren und das bestätigen können oder eben nicht. Meinen Infos nach, die Länder, die frei sind, von Spesken, das sind Ungarn, Dänemark, Norwegen, Polen, Schweden, Tschechien, Liechtenstein und mit Chance auch Kroatien. Das ist doch schon allerhand. Und nebenbei auch mehrere Staaten in den USA. Das Land, was es im Moment am härtesten trifft, das Testland, ist Australia. Der Hardcore-Kern der EU versucht weiter ordentlich Gas zu geben und es ist langsam schon so offensichtlich, widersprüchlich, unlogisch, albern, dass wir wirklich davon ausgehen können. Gute ist schon längst da. Auch die bekannten Herrschaften, die immer ganz gerne frontal in den Medien vertreten sind, an denen man ja gar nicht mehr vorbeikommt, wenn man den Fernseher nicht ausschaltet, geben jetzt Infos raus. So blond kann man gar nicht sein. Ich möchte euch raten, geht auf Telegram. Da ist alles im Detail, da ist deutlich, geht auf meinen Kanal. Ich habe da so viele Infos drin. Zum Anfang geht von meinem Kanal weiter auf die Seiten, wo ich was gepostet habe, da geht es weitere Details. Und wenn ihr die Mainstream-Nachrichten tatsächlich hört, hört sie mal aufmerksam. Was sagen die denn da wirklich? Und wenn ihr merkt, das ist jetzt aber balla, ja hallo, dann ist es gut. Meine Interpretation. Dann gibt es jetzt wieder verstärkt die Info, dass die Menschen mit den Peaks und die Menschen ohne Peaks nicht so dicht zueinander kommen sollten. Gerade auch zum Schutz von denjenigen, die den Peaks noch nicht haben. Wie immer, es bleibt alles so schwierig. Was stimmt denn jetzt und was stimmt nicht? Da müssen wir einfach weiter rudern. Es bleibt schwierig und auch da diese Aussage von mir. Wir versuchen alle, das irgendwie auch logisch zu hinterfragen und zu verstehen und manchmal ändert man in so einer Sackgasse und kommt nicht weiter. Ich denke trotzdem, es kann nicht schaden, Vorsicht walten zu lassen und trotzdem bitte nicht diese Extremtrennung und keine Panik. Und das ist natürlich unheimlich schwer da, die Waage zu halten und Leute nochmal entgiftet. Giftet, das ist so wichtig. Fastet mal einen Tag,
Nehmt die Algen Chlorella, Spirulina, super Entgiftungsmittel ist auch Zeolit. Achtet nach wie vor auf eine gute, gesunde Ernährung, frische Luft, gute Laune, Spaß haben. Ganz viel Liebe, das wisst ihr ja. Weiter mit Achtung melden. Es gibt auch die Meldung wieder auf Telegram, dass so die Finanzinstitute, gerade in Deutschland, wobei das ist das Land halt nach wie vor, wo ich auch die meisten Infos herkriege, es mag aber in anderen Ländern ähnlich sein, wo es den Finanzinstituten, ja, dass es denen nicht so gut geht und man damit rechnen kann, was das eine oder andere Institut demnächst dicht macht und dann ist da mal was futsch. Keine Garantie, ob das stimmt, aber diese Info gibt es schon seit Monaten. Und es ist gut möglich, dass das jetzt akut wird. Also überlegt, ob ihr in Aktion treten möchtet. Auch hier in Spanien gab es jetzt gerade die Info, dass eine große Bank viele Filialen dicht macht. Also da ein bisschen Obacht. Jetzt wieder zum guten Bereich Bild. Die Bild-Zeitung, Bild-TV. Achtet drauf. Die werden immer besser, sie geben immer mehr raus. Sie hauen auch langsam drauf. Auch im TV. Ich zapp auch immer mal wieder auf Bild-TV, auf die Sondersendung. Es geht, sie geben immer mehr Gas und die Bild-Zeitung ist jetzt richtig schmackos. Achtet auf die gelben Artikel. Meldung von Spanien. Aktuell. Der oberste Gerichtshof hat jetzt auch entschieden, dass auch der zweite Alarmzustand verfassungswidrig war. Also es tut sich ganz, ganz viel. Davon abgesehen gibt es immer mehr Infos, dass Militärbewegungen unterwegs sind. Es klingt wirklich danach, dass wir in einer richtig guten Endphase sind, wie immer ohne Garantie. Ich meine, wir merken, es zieht sich. Und es kann auch nach wie vor sein, dass sich alles weiterzieht. Vor allem, logisch, wenn dieser Peak-Umbruch nun endlich mal da war, dass das danach dann dauert. Also ich meine, das wird auf jeden Fall dauern, was danach kommt. Denn was wir uns wünschen, eine schöne neue Welt, das braucht Zeit, nach und nach aufgebaut zu werden. Aber das macht ja nichts. Das machen wir doch gerne, weil wir wollen ja endlich eine richtig schöne neue Welt, wo alles gut ist, wo alles friedlich ist. Wo alle mit der Natur und mit den Tieren leben und mit den Menschen füreinander. Wo alle versorgt werden. Wo alle einfach nur leben, lachen, tanzen und singen. Ja, okay, Schicksalsschläge und so weiter, gut, das gehört nun mal dazu. Der Schmerz gehört auch dazu. Kann ich sehr gut mitreden. So ist das Leben. Aber die Basis, dass wir eine ganz, ganz andere Basis haben, von vorne bis hinten, als wie wir sie bisher hatten. Eine schöne Basis, wo es Spaß macht zu leben. Und zwar jeden einzelnen Tag. Ihr seht, ich bin weiter sehr guter Hoffnung. Wir müssen da weiter durch. Seid nach wie vor informiert und gewarnt, was da vielleicht doch nochmal zwischengeschossen werden kann. Aber vertraut auf das Gute. Und ich glaube, viele von uns sind so extrem gewachsen in diesen vielen Monaten des Irrsinns, was wir jetzt hatten. Haben so viel dazugelernt und da kommt noch viel mehr. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch öfter mal so ein bisschen seht wie ich, weil ich denke, ihr wisst jetzt, dass ich das liebe, so viel dazuzulernen und auch mein Leben zu verändern, weil ich merke, es ist ja viel genialer, wenn ich das jetzt so mache und nicht mehr so. Ja, und das andere, was ich schon vorher stoisch für mich als gut erkannt habe, nur das bleibt. Ein richtig schönes Leben. Also eine Negativinfo möchte ich dann doch noch raushauen. Ich glaube, das war Böhmisch. Die Info, dass warum denn gerade die doch sehr älteren und alten Menschen vorrangig diesen Peaks bekommen sollten und sollen.
könnte eventuell etwas damit zu tun haben, mit der Rente, die man ja bekommt, wenn man ein gewisses Alter hat. Und ja, wo es ja langsam schwierig wird, wie die denn bezahlt werden sollte. Ja, diese grausame Welt, die wollen wir nicht. Es gibt genügend finanzielle Mittel auf dieser Welt, wenn sie nur einfach einmal gerecht verteilt werden. Also genießt das Leben. Danke euch fürs Zuhören. Liebe Grüße von Teneriffa. Eure Kirsten.